Sie wollen Heizungskosten sparen? VFT. Wir sorgen dafür, dass Ihre Heizung fit ist. Ich habe den Landtagsabgeordneten der SPD Sven Wolf sowie den Kreisvorsitzenden der SPD Remscheid Sven Wirth bei mir. Eine Geschichte hat ja hohe Wellen in den letzten Tagen geschlagen, dass, was ich einerseits sehr, sehr gut finde, Neonazi-Parolen übermalt worden sind, überpinselt worden sind von euch beiden. Mhm. Aber es gab auch Kritik, wieso man so eine Aktion macht vom politischen Gegner. Wie reagiert man darauf? Also das war keine politische Aktion, sondern das ist eine Selbstverständlichkeit gewesen. Wir sind in Remscheid, eine Stadt mit Menschen aus über 110 Nationen. Und ich glaube, das Zeichen war sehr wichtig. Fremdenfeindliche Parolen haben hier keinen Platz. Was sagt man dazu, wenn der Gegner einem vorwirft, dass man bewusst Eigentum beschädigt, obwohl man ja eigentlich eine gute Sache voranbringen will? Ich glaube, das hat etwas eher mit einer Art von Missverständnis zu tun. Ich hätte mir gewünscht, dass man vorher sich darüber unterhält, bevor man etwas dazu sagt. Was wichtig ist bei der Sache ist eigentlich, dass es eine gesellschaftliche Diskussion darüber gibt, dass für rechts- und für rechtspopulistische oder fremdenfeindliche Parolen in unserer Stadt kein Platz ist. Und das ist das, was auch damit verbunden ist. Und ich denke, da gibt es eine breite Zustimmung innerhalb der demokratischen Parteien in Remscheid. Genau, das ist ja die Frage. Remscheid gilt ja als eine Stadt oder ist auch eine Stadt, wo es ja sehr, sehr viele Nationen gibt, die hier wohnen, friedlich miteinander wohnen, wo man sich auch gegenseitig akzeptiert. Ich kann das selber aus meinem eigenen Beispiel natürlich immer wieder sehr, sehr gerne sagen, als geborener Remscheider. Wie wichtig ist es denn, dass man Zeichen setzt, dass sowas in der Stadt nicht toleriert wird? Also ich glaube, das ist ganz entscheidend. Wir können von diesem friedlichen Zusammenleben wirklich alle profitieren. Also die Vielfalt in unserer Stadt zeichnet uns auch aus. Und deswegen finde ich das gut, dass sich jetzt auch inzwischen ganz viele an dieser Aktion beteiligen, aufstehen gemeinsam gegen solche Parolen. Und wir wollen ja jetzt im Anschluss einen kleinen Wettbewerb machen, um gerade diese Stellen, die nicht so schön sind, die auch einladen, dass da irgendwelche Parolen an die Wände geschmiert werden, etwas zu gestalten. Wir haben die Zusage von einem Sponsor, der uns zwei Fensterscheiben beklebt mit historischen Motiven aus Lennep. Und wir haben die Zusage eines Malermeisters, der die Wände streichen wird. Und dann laden wir Kunstschülerinnen und Schüler ein, damit sie eben Ideen entwickeln, um diese Fassade schön zu gestalten. Also aus einer negativen Geschichte eigentlich eine positive Geschichte gestalten. Ich glaube, diese Geschichte ist von Anfang an insofern positiv gewesen, als deutlich gemacht wird, dass es in Remscheid eine klare Mainstream gibt, eine Mehrheitsmeinung. Und diese Mehrheitsmeinung ist für ein friedliches, tolerantes und offenes Miteinander in unserer Stadt. Und da ist kein Platz für Leute, die glauben, mit den Parolen von gestern etwas gestalten zu wollen. Ja, dann danke ich den Herrn für dieses Interview. Also Remscheid tolerant, das war eine Aktion oder ist immer noch eine Aktion, mit der es darum geht, dass wir uns als Stadt hier positionieren. Und ich glaube, vielleicht sollte der politische Gegner das dann auch anerkennen und dann auch mal sagen, dass wenn eine Aktion gut ist, dass sie auch gut ist.